Ein wunderschönes Hallöchen heute wieder bei Rund um Star Citizen. Schön, dass ihr wieder hier seid auf unserem Kanal. Wir gehen gleich direkt rein in die 3.18.1, die auf dem PTU gestartet ist. Da möchte ich euch ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Wie sieht es gerade aus auf dem PTU und was kann ich euch dazu erzählen? Dann wird es natürlich nochmal sehr interessant werden. Mit der 3.18.1 wird es ein Reset geben. Der wurde jetzt bestätigt. Was wird genau resettet werden? Was möchten sie zurücksetzen und werden sie es wiederherstellen? Das werden die Themen sein, wo wir gleich reingehen werden. Und den Wochenüberblick wollen wir uns auch gleich nochmal ganz kurz angucken, was diese Woche in Starsyn passieren wird. Das sind die Themen, die wir durchsprechen wollen, die drei Themen. Wenn ihr nichts mehr zu Starsyn verpassen möchtet, denkt daran, gerne den Kanal zu abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne abvoten. Gerne einen Daumen nach oben, wäre natürlich ein sehr schöner Support. Und schaut auch mal gerne auf unseren Live-Kanal vorbei, auf Twitch.tv/Faxi. Wenn ihr direkt Fragen habt zu Star Citizen, gehe ich da sehr gerne auf euch ein. Legen wir los, gehen wir rein. Abfahrt, ihr Lieben. Was werden wir diese Woche in Star Citizen erleben? Lass uns einmal kurz da reinschauen. Was schon ganz interessant ist, dass sie gerade die 3.18.1 immer noch auf dem PTU testen. Darüber werden wir auch gleich einmal reden, wie es da gerade aussieht in der 3.18.1. Was auch noch sehr interessant ist, dass sie sich bedankt haben für die ganzen Playtests am letzten Wochenende, dass sie so viele Leute dabei sind, dass sie sehr viele Daten sammeln konnten, um zum Beispiel die 3.18.1 auszulesen. Die ganzen Daten, die sie abgeladen haben, um zum Beispiel die 3.18 nachher zu stabilisieren, die eine oder andere Kerntechnologie dahinter nochmal nachzustellen, nochmal den Schraubendreher anzufassen, um zu skalieren, damit es besser wird. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sie ja neue Technologien eingeführt haben in die 3.18.1 im Backend-System, damit die Graph-Datenbank auch besser und stabiler funktioniert und dass sie nicht so unter Last steht, wie es jetzt zurzeit ist, auf dem Live auf der 3.18. Da sind sie gerade dabei, weiter zu testen, weitere Tests auszutesten. Also könnte man auch so sagen, die 3.18.1 ist gerade ein Spielplatz für CIG, um die Graph-Datenbank zu stabilisieren mit den neuen Technologien und sie probieren sich immer weiter aus. Und denkt daran, der Arena Commander ist momentan deaktiviert auf der 3.18.1 auf dem PTU, soll aber nachher später wieder eingeschaltet werden. Dann geht es auch wieder los mit der World Tour, mit der Bar Citizen über die ganze Welt hinweg und es startet tatsächlich im nächsten Wochenende in Phoenix, Arizona. Da wird auf jeden Fall auch Zylo am Start sein, denn auf der anderen Seite bei uns in Europa wird auch in Paris auch zeitgleich auch tatsächlich ein Bar Citizen stattfinden. Alle Informationen findet ihr dann natürlich zu dem Bar Citizen Tour 2023 direkt unter barcitizen.sc und hier seht ihr dann die ganze Tour, wie es aussieht und wo die Abläufe sind und wo ihr vielleicht auch in der Nähe sein könnt, um zum Beispiel ein Bar Citizen mitzuerleben. Gehen wir nochmal direkt in den Wochenüberblick rein. Am Donnerstag ist es soweit wieder mit den Inside Star Citizen. Den gibt es meistens ab 21 Uhr bis 23 Uhr, wenn er live auf YouTube veröffentlicht wird. Den werden wir uns auch wieder angucken in unserer Live-Sendung Twitch.tv/Faxi. Schaut mal gerne vorbei, würde ich mich sehr darüber freuen. Da geht es um den Sprint-Report der Schiffe allgemein und der Planetech und dem Planetensystem in Star Citizen. Also das könnte wirklich sehr interessant werden, der Inside Star Citizen. Die letzten waren schon großartig tatsächlich mit den Traktorstrahl, war super interessant, den wir uns angeguckt haben. Oder tatsächlich auch die ganzen Mechanics nachher später für den Tuner, für den Mechaniker oder für den Energieverwalter. Was super interessant ist, das sind natürlich Themen, die wir schon bekommen haben im Inside Star Citizen. Und zum jetzigen geht es auf jeden Fall darum, um den Sprint-Report zu den Raumschiffen und wie gesagt auch zu den Planeten und Planetech. Was ganz interessant ist, bin ich mal gespannt, ob wir mehrere neue Informationen zu der HAL-C rausbekommen werden und zu der Argo-SRV. Die sind ja schon sehr weit fortgeschritten in der Herstellungsphase, im Tracker. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass wir zu den beiden Raumschiffen was sehen könnten. Am Freitag sieht es leider so aus, dass sie noch nicht genau wissen, was sie für Gäste am Start haben werden. Also wir werden auf jeden Fall ein CIG Live wieder bekommen. Gäste sind leider noch unbekannt, das Thema ist dadurch leider auch noch unbekannt. Da müssen wir noch warten, bis wir mehr Informationen haben. Ich denke mal, das wird vermutlich Mittwoch oder Donnerstag soweit sein. Dann wissen wir auch, was auf jeden Fall am Freitag los sein wird bei CIG Live, was es für Gäste geben wird und für ein Thema. Das sind die Informationen, die wir erstmal bekommen haben zu dem Wochenüberblick. Jetzt lass uns mal direkt reingehen in die 3.18.1, was ich für Spielerfahrung bei dem Playtest hatte am Wochenende. Und dann lass uns auch mal darüber reden, was möchte CIG eigentlich jetzt vornehmen, um den Account Reset durchzuführen, was wird alles resettet werden und was es bis jetzt für Informationen dazu gibt. Wir waren tatsächlich am letzten Wochenende auch direkt dabei, in den PTU-Testen haben auch sämtliche Sachen schon ausprobiert. Am Samstag waren wir drin. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte wenig Probleme gehabt.
Das physikalische Inventar hat echt gut funktioniert. Ich konnte ohne Probleme die I-Taste drücken. Das physikalische Inventar hat sich aufgebaut. Und ich konnte tatsächlich auch direkt instant Sachen anlegen auf meinen Avatar, auf meinen Charakter. Und sie wurden auch direkt blau markiert, dass sie wirklich registriert worden sind von dem physikalischen Inventar auf meinen Charakter. Und es hat super gut funktioniert. Also das ging richtig gut. Ich konnte auch wieder trinken. Das heißt, ich konnte wieder Flaschen in die Hand nehmen, um die zum Beispiel auch zu trinken, damit ich nicht verdurste und dadurch sterbe. Das auch sehr interessant ist, ich hatte auch keine Probleme gehabt, Schiffe zu rufen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also ich konnte ganz normal zum Monitor hingehen, ein Schiff rufen und ich konnte auch dann direkt im Hangar auch spawnen lassen. Das hat alles funktioniert. Was jetzt eine Neuerung ist, die sie schon eingebaut haben auf dem PTU, dass die Schiffe, wenn ihr zum Beispiel anfangt mit Star Citizen eure Homebase ausgewählt habt, zum Beispiel Area 80, dann werden eure Schiffe auch angezeigt. Die sind aber noch nicht direkt tatsächlich gerufen. Das heißt, es gibt jetzt eine Zwischenfunktion, die sie neu eingebaut haben, dass du erstmal dein Raumschiff anfordern musst. Das dauert vielleicht 28 Sekunden oder ich sage mal eine halbe Minute. Wenn die halbe Minute vorbei ist, dann könnt ihr euer Schiff erst rufen, damit es im Hangar gespawnt wird und dass ihr dann mit der Mission beginnen könnt. Das haben sie natürlich schon umgesetzt, um die Graf-Datenbank, die Anfragen direkt am Anfang schon ein bisschen im Griff zu bekommen, dass nicht, dass alle Schiffe gleich direkt registriert sind, gerufen sind und dass man sie nur noch rufen muss. Das haben sie tatsächlich geändert, um natürlich auch die Graf-Datenbank damit zu entlassen. Eine sehr schöne Änderung. Ich hatte auch tatsächlich keine Probleme gehabt mit den Ninetales, wenn wir zum Beispiel einen Außenposten besucht haben. Von den Ninetales durch die Deliver-Mission, die konnten wir auch direkt interagieren mit den Ninetales. Sie haben sogar direkt auf uns registriert. Ich habe sogar einen Headshot bekommen. Also die NPCs funktionieren extrem gut, gerade auf dem PTU. Wir haben gestern auch mehrere Bunker-Missionen gemacht und die Bunker-Missionen waren richtig knackig. So knackig, dass ich sogar sage, dass es sehr schwierig ist, Bunker-Missionen alleine zu bestehen, weil die NPCs dich wirklich versuchen zu umkreisen, dich zu umlaufen, um zum Beispiel direkt das Feuer auf dich zu eröffnen. Und sie schaffen auch wirklich gute Headshots momentan. Das hat mich sehr überzeugt, wirklich Spaß zu haben, auch im FPS gerade. Am besten mit zwei Leuten reingehen, Spaß haben, dann geht die Fahrt ab. Wir hatten auch tatsächlich eine sehr schöne Serverstabilität gehabt. Ich hatte nicht 31k gehabt. Ich hatte noch nicht mal einen kleinen Crash gehabt. Ich hatte keine Latenzprobleme gehabt. Wir hatten zwar manchmal ein Rubberbanding gehabt oder tatsächlich eine Verschiebung, dass wir zwischendurch mal Latenzprobleme hatten, aber das war wirklich sehr marginal und konnte man fast nicht beachten. Also das funktionierte sehr gut auf dem PTU. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ihr Lieben, es funktionierte sehr gut auf dem PTU. Aber wie ist es denn, wenn CIG das jetzt von PTU nach Rens Live rüberschiebt? Denkt daran, auf dem PTU testen vielleicht 5-10% die Leute, die Spielerschaft tatsächlich, die Testinstanzen. Wenn es nachher rübergeschoben wird in das Live-System, könnte es wieder komplett anders aussehen. Denkt daran, eine Live-Umgebung ist keine Testumgebung. Da sind natürlich gleich 100.000 Anfragen direkt wieder auf der Graf-Datenbank. Und da werden wir wirklich sehen, wird die Graf-Datenbank wirklich die Anfragen stabilisiert über durchhalten oder wird die Graf-Datenbank im Backend-System wieder zusammenklappen und wir haben ein ähnliches Problem oder vielleicht ein Zwischending, das es zwar besser funktioniert, aber nicht so gut auf, wie auf dem PTU. Das sind erstmal Sachen, die wir auf jeden Fall beachten müssen, dass es momentan sehr gut auf dem PTU funktioniert. Ich kriege auch nur positives Feedback, wenn wir auf unserem Live-Kanal gerade dabei sind, um zum Beispiel auch die PTU zu testen, haben die meisten Leute gar keine Probleme. Selbst das Mining funktioniert sehr gut. Beim Service gibt es gerade ein Problem mit der Reclaimer und auch mit der Voucher, dass die Kisten zwar erstellt werden in der Schredderanlage, aber wenn es nachher entstellt sind, die Kisten, dann gibt es sowas wie einen Stau und du kannst die Kisten nicht rausfahren. Dann kannst du nicht weiter Savage betreiben, was ein bisschen ärgerlich ist. Was auch manchmal noch ein Problem ist auf dem PTU, wenn du zum Beispiel deine Voucher fertig hast, du möchtest gerne in die Börse deine Sachen verkaufen, dann wird es nicht richtig angezeigt und du wirst die Sachen nicht los und kannst sie nicht verkaufen im Grid. Das sind immer noch Probleme, die leider drin sind, aber das sind, sage ich mal, das sind marginale Probleme zu dem, was wir hatten in der 3.18 mit der Graf-Datenbank. Erstmal so viel zu der Stabilität mit der 3.18.1. Ich bin sehr zufrieden, wenn die so rauskommt und die auch wirklich im Live so funktioniert, die 3.18.1. Ich glaube, dann ist der Lutscher gelutscht zu dem Patch und dann haben wir wirklich ein sehr schönes Szenario, wo wir 3.18 wieder spielen können. Jetzt lass uns mal darüber reden, was möchte CIG eigentlich tatsächlich resetten? Wie soll der Reset aussehen? Der wird in zwei Stufen wahrscheinlich reinkommen und darüber werden wir jetzt quatschen. CIG möchte gerne den Account Reset durchführen, aber was soll jetzt genau resettet werden? Ganz simpel gesagt, sie möchten so gesehen die Items, die erwirtschaftet worden sind mit den Ingame-Währungen, das möchten sie resetten. Bedeutet, die Alpha United Earth Credits, die werdet ihr vermutlich behalten, die ihr jetzt alle euch verdient habt. Dann werdet ihr auch die Reputation behalten, das heißt den Ruf, den ihr zum Beispiel bei dem Bounty Hunting hochgespielt habt oder bei den Service Peaking, den werdet ihr auch behalten, das ganze Rufsystem.
Das wird auch funktionieren, aber was ihr resetten möchten, weil damit auch natürlich die Kraftanbank belastet ist, das sind die Sachen, die ihr euch mit dem Geld, was ihr erwirtschaftet habt in-game, was ihr euch gekauft habt, die Raumschiffe, die Komponenten, die Laserwaffen, die ganzen FPS-Sachen, die ihr gekauft habt, zum Beispiel die Rüstungsgegenstände oder was ihr auch noch gerne resetten möchten, was ihr euch durch die Lootkisten erlootet habt, die ihr rausgenommen habt, was ihr denn in die Kraftanbank registriert worden sind, das sind erstmal die Sachen, die sie zurücksetzen wollen. Also was bleibt? Die Alpha United Earth Credits werden bleiben, die pur auf eurem Konto sind, dann wird die Reputation wird bleiben und alles, was ihr euch erwirtschaftet habt, was ihr euch gekauft habt mit den United Earth Credits, die werden wieder zurückgesetzt werden. Das ist der erste Punkt. Wenn aber jetzt alles gut funktionieren sollte mit der 3.18.1 und wenn sie wirklich sehen, oh, es funktioniert sehr gut, dann kann es sein, wenn sie das hinbekommen, dass sie tatsächlich im Nachhinein die Sachen, die ihr euch erwirtschaftet habt mit den Ingame-Währungen, dass sie die Sachen wieder zurückschieben auf euren Account. Das wissen sie aber noch nicht, wie gut sie das hinbekommen. Das müssen sie erstmal abwarten, wie gut das funktioniert. Aber die Überlegung besteht auf jeden Fall, im zweiten Durchgang nach dem Reset euch die Schiffe, die ihr dadurch schon erwirtschaftet habt und die Komponenten, den ganzen Kram, wieder auf euren Account langsam wieder zurückzuschieben, wenn die Stabilität der globalen Graph-Datenbank dann wirklich gegeben ist und geleistet ist. Das ist die Idee dahinter. So viel erstmal zu den ganzen Themen der 3.18.1, des Wochenüberblicks und natürlich auch zu den Reset in der 3.18.1. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt daran, das Video gerne abzuvoten. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet zu Starsyn, gerne den Kanal zu abonnieren. Und denkt daran, schaut auch mal gerne auf unseren Live-Kanal vorbei auf Twitch.tv/Fexy. Da könnt ihr direkt in den Q&A-Runden am Montag und am Donnerstag, da sind die großen Runden, auch sehr gerne eure Fragen stellen. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Wochenstart. Bis dann, euer Fexy. Tschüss, ihr Lieben.